Carrara, die Post war da. Nochmal. Tralala. So, und jetzt ist es besser. Na gut, das schneide ich heute mal nicht raus. Carrie, Trara, die Post war da. Heute. Post von Ralf Ralfson. Tja, ich hatte dem Ralf neulich mal was geschickt und hätte da auch ein Video zugedreht. Und jetzt bin ich echt gespannt, was der mir geschickt hat. Wahrscheinlich hat er mir die Sachen zurückgeschickt mit dem Vermerk. Bitte nicht nochmal schicken. Wollen wir mal öffnen. Ich kann es jetzt schon riechen. Also das ist Hardcore. Das ist Hardcore. Ralf. Verpackung. Ralf. Oh, leck mich am Arsch. Du Schande. Ich pack das mal weg. Ralf, Ralf, ich stehe am Stock. Freunde, das riecht nach NVA. Und der Ralf hat mal eine richtig gute Handschrift, mein lieber Herr Gesangsverein. Also, ich lese vor. Hallo Arthur, anbei eine Kleinigkeit für dich. Du bist ein absoluter Untertreiber. Du kleiner Drecksack. Ich hoffe, du hast die NVA-Zeltplane noch nicht. Nee, Ralf, die hab ich schon nicht. Ich hab's sofort gerochen. Das ist auch, glaube ich. Die ist entweder nachgemacht aus NVA-Beständen. Ich glaube, die ist nachgemacht. Aber die hab ich noch nicht. Und ich war eine verdammte Ewigkeit auf der Suche danach. Das ist richtig guter Stoff. Was ist das? Baumwolle? Was ist das? Baumwolle? Ach, man kann den Ami-Shop richtig riechen. Nee, Ami-Shop, Quatsch. NVA-Shop. Ich zeig's dir gleich mal ein bisschen besser. Ich hoffe, du hast die Zeltplane noch nicht. Ist ein ungebrauchtes Exemplar. Ich verwende das Teil sehr gerne als Unterlage zum Draufknien oder als Picknickdecke. Dient auch als Notfallponcho. Hierzu habe ich ja ein Video gemacht. Weiß ich, kenne ich. Der Holzbock ist handmade. Auch hierzu gibt es ein Video, ein Unikat. Den hast du gemacht, Ralf. Der sieht aus wie aus dem Laden. Hey, da mache ich im nächsten Video, wie ich damit esse. Mal gucken, ob die Kamera das richtig anfangen kann. Ja, das hat er selbst gemacht. Du kleine Sau. Wie soll ich mich denn dafür bedanken? Da stink ich ja richtig ab mit dem, was ich dir geschenkt habe oder geschickt habe. Leck mich am Arsch. Und was für eine. Das ist Aalglatt? Boah, Ralfi. Du kleiner Sack. Na, einen Goldbarren fürs Buschgrafen schicke ich dir wahrscheinlich demnächst. Der Holzbock ist handmade. Auch hierzu gibt es ein Video, ein Unikat. Frag nicht nach den Stunden, bis es soweit war, aber das bist du mir wert. Danke, mein Freund. Du hast ihn dir verdient. Habe ich fast schon bloß im Hals, mein Lieber.
Ich bevorzuge den 2-in-1-Kaffee, weil ich gerne auch mal ohne Zucker trinke und so flexibel bin. Wenn ich mal doch Zucker haben will, dann habe ich ein paar Päckchen dabei. Liegen ja überall rum, wo es Kaffee gibt. Probier mal. Echt, Junge, du hast eine richtig coole Handschrift. So, ich hoffe, du kannst meine Klaue entziffern. Hey, das Druckschrift fast. Ich wünsche dir einen stressfreien Umzug und dass du einen neuen, gut bezahlten Job als Fahrer findest. Ralf, ich ziehe zu meiner Frau und ich wechsle nicht innerhalb der Firma. Ich finde nur einen anderen Spediteur und die zahlen alle das gleiche Geld. Danke. Wir sehen uns auf YouTube. Garantiert. Liebe Grüße aus dem Vogtland, Ralf. Ich hoffe, du machst jetzt kein Unboxing. Mich würde es freuen, wenn ich die Teile mal so nebenbei in einem Video von dir wiedersehe. Junge, Entschuldigung. Hätte ich voraufmachen sollen, aber das Unboxing musste sein. Hau rein, Ralf. PS, im Tütchen noch Schaklo vom letzten Mal kokeln. Ich werde es nicht benutzen. Das kriegt einen Ehrenplatz. Das wird wahrscheinlich laminiert und an die Wand gehängt. Also, Ralfi schenkt mir Chaklo, Chakloff, dreimal Kaffee 2 in 1. Den Spork à la Ralf aus dem Vogtland. Ey, Freund, das ist so ein geiles Ding. Das ist ja. Das da mache ich ein Video, wie ich damit esse. Das ist so ein geiles Ding. Da freue ich mich am meisten drüber. Und über die NVA-Zeltplanung. Ihr kennt den Geruch, wenn man etwas im Army-Shop gekauft hat oder so. Das hat einen wirklich sehr eigenen Geruch. Und so riecht das hier. Ich komme mal näher mit der Zeltplane. Nehmt mal eine Nase. Komm, nehmt mal eine Nase. Die fühlt sich auch noch richtig gut an. Das ist wie T-Shirt. Wie T-Shirt Stoff. Ralf. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr gerührt. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es echt nicht. Schon eine komische Sache mit den YouTubern und vor allen Dingen mit den YouTube-Bushcraftern. Das ist echt eine komische Sache, dass wir uns so gegenseitig Sachen schenken, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Aber ist halt schön. Vielen Dank, Ralf. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Bewertung sind gerne willkommen. Kommentare. Schütze dem Ralf. Der Typ ist der Knaller. Ralf, ich bin stolz drauf, dich zu kennen. Du bist ein feiner, feiner Kerl. Bis die Tage. Macht's gut. Tschüss.